Jo, grüß euch, Leilon. Weiter geht's bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Also, das mit dem Speichern auf der Insel hat, so wie es ausschaut, einmal nicht funktioniert. Drum tue ich mich jetzt einmal kurz orientieren, wo ich da gelandet bin. Okay, da bin ich. Und da muss ich her. Da muss ich mich doch mit dem Thatch, genau, also mit dem Blackbeard treffen. Ich glaube, ich war zumindest da am Weg darauf. Schauen wir mal, was haben wir? Da haben wir doch ein Wrack. Das habe ich schon. Da ist nichts Aufregendes. Ja, ich werde jetzt trotzdem da mal raufschippern, vielleicht das ein oder andere Schiff übernehmen, mal schauen. Und ihr seht, Flottenmissionen erfolgreich. Da werde ich natürlich auch hineinschauen. Wo bin ich da jetzt? Aussichtspunkte. Wenn ich schon mal da bin, soll ich da gleich ein bisschen was erledigen. Ja, dann gönne ich mich wenigstens gleich wieder ein bisschen an die Steuerung. So, da haben wir noch eine Kiste, die nehme ich mir auch gleich mit. So, da haben wir einen Aussichtsturm angezeigt, das war so nicht geplant. Wenn er mich schon da herstellt, dann nutze ich das gleich aus. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder herkomme, nicht? Gut, wie Sie ja hören können, ist meine Stimme wieder mal ein bisschen belegt. Aber das liegt derzeit an diesem extrem kaltfeuchten Wetter, was wir haben. Da wird es einfach nicht besser. Was soll ich machen? Und ich möchte euch ja mit weiteren Videos versorgen. Und wenn ich jetzt einmal 3 Monate auskurieren, und das zahlt sich ja dann auch nicht aus. Gut, synchronisieren wir das einmal. Das ist der einzigste Aussichtsturm da. Und dann schaue ich, dass ich noch das ein oder andere schnell gar einmal mitnehmen kann. So, da unten ist nur Wasser. Wasser ist da unten. Na, nicht nur, das müsste doch auch gehen. Oder? Hier? Ja, genau. So, da ist gleich die nächste Schatzkiste. Da oben. So geht das, okay. No, nicht so stürmisch, Edward, nicht so stürmisch. Was gibt's denn eigentlich für Viecher auf der Insel? Na klar, da gibt's wieder keine Viecher zum Jagen. Käse. Nein, komm. Händeln, rennen nochmal, dummer Maul, lieb. So, muss ich noch ein paar Sachen finden. Da oben holen wir uns gleich einmal den. Okay. Weit ist er ja nicht entfernt. Es geht wenigstens schnell, weil da alles schön beieinander ist. Der Weg ist nicht so weit. Dadurch kann das jetzt hoffentlich relativ flott alles einsammeln. Da könnten wir auch einmal so Assassinenaufträge probieren. Ich glaube, das habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Ah, jetzt ist da noch ein Schatz markiert. Ah ja, oh, den macht. Ist ja egal. So, außerdem kann man da gleich wieder mal ein bisschen Kohle einsammeln, wenn es auch nicht viel ist. Aber wie man schon sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Okay, da vorne ist ein Splitter, sehe ich. Und da zuerst die Schätze. Holen wir uns mal die Schätze. Da ist sie. Ja, das ist da jetzt ein bisschen unspektakulär. Da rennen auch keine Typen rum, die man sich greifen kann. Nicht ins Wasser kommen. Danke. So, nächste Kiste. Greif sie dir, Edward. So, Truhen haben wir alle. Jetzt habe ich da noch, da oben sehe ich schon einen Splitter. Nein, was machst du denn schon wieder? Ei, 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 ei.
Nein, 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 nicht schon. Geht schon wieder darauf. Lauf einfach darum. Komm. Genau so. So muss das. Okay, da vorne ist da noch irgendwo ein Splitter, sehe ich. Gut, haben wir jetzt die Fragmente, haben wir eine Taverne, kann ich besuchen. Irgendwo gibt es noch ein Geheimnis und Assassinenaufträge. Ah, na klar, wenn ich die Taverne besuche, fahre ich das Geheimnis. Ah, machen wir mal so einen Assassinenauftrag. Das würde mich jetzt echt interessieren. Also wenigstens ein bisschen. Ja, ich habe das Geheimnis. Haha, das hat mit der Taverne gar nichts zu tun. Hier ist es. Eine Flaschenpost. Was müsste das Geheimnis sein? Er schaut sich's gar nicht an, er steckt sich's gleich ein. Aber ich schau mir's ehrlich gesagt auch nicht an. Okay. Shanties, haben wir wieder Menge neue. Okay. Ja, das... Das ist für mich jetzt mal nicht so interessant. Außerdem, ich möchte da jetzt wieder ein bisschen Action haben. Ich mach das, ich probiere das jetzt einmal mit so einem Assassinenauftrag. Die waren da hinten irgendwo, ne? Jawohl. Gut. So, muss ich das Zeug nur finden. Scheiße, da kommt man nirgends drauf. Oh ja, da. Streng dir an, Edward, komm. Da vorne ist das, ich sehe schon. Sorry. Ja, scheiß den nicht an, Depp, Blöder. War ja nicht Absicht. So. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen, gibt's nochmal eine extra Belohnung. Eine Gruppe von... Was? Das... Maro... Dören, okay, wurden in der Nähe bei der Jagd auf seltene Tiere beobachtet. Gebietet ihnen Einhalt. Ja, die Wilderer. Na, probieren wir das einmal. Auftrag annehmen. Ich jag auch die Tiere, aber... Tja. So. Ach, das ist aber jetzt woanders, oder? Ah, da muss ich rüber. Kann man da Schnellreise hinmachen? Nein. Er ist noch nicht synchronisiert. Oh ja, Schnellreise, das geht. Ich mach da gleich mal Schnellreise hin. Dass wir diesen Assassinenauftrag erledigen können. Ah, ich dachte immer, die sind auf der gleichen Insel. Das kann woanders auch sein. Alles klar. Gut, ja, schauen wir uns das einfach an. Ladezeit. Okay. Gut, 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 gut. Kenn mich aus. Wie geht's dir, Edward? Das heißt, da muss ich jetzt den Wilderern Einhalt gebieten und darf dabei nicht entdeckt werden. Dann gibt's noch mehr Kohle. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit dem nicht entdeckt werden noch hinkriege. Vor allem Dingen, wenn da schon der erste schon wieder oben steht und am Lauerposten ist, kann ich mich eigentlich einmal probieren, von da hinten vielleicht anzuschleichen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Dass ich da nicht zumindest nicht gleich wieder voll entdeckt werde. Oh, jetzt regnet es mal auf einer Insel. Oh, das schaut aber auch gut aus. Oh Mann, wie viele Typen rennen denn da rum? Gehen wir mal da in Deckung. So, was haben wir denn da Schönes? 9 Schlafpfeile, 10 Berserkerpfeile. Geht sich das aus da mit dem Berserkerpfeil auf den einen Typen? Naja, genau. Machen wir da mal ein bisschen Unruhe rein, oder?
So, vielleicht sind die abgelenkt. Kann ich da ein Stückchen näher? Näher. Gleich haben sie mich entdeckt gehabt. Das mit dem Pfeifen? Nein. Und daraus kann ich auch keine Pfeile abschießen. Das kann ich nur aus dem Gebüsch machen. Kann ich da wieder zurück ins Gebüsch gehen? Naja, ich gehe mal schnell wieder zurück ins Gebüsch. So. Der nächste. Der da oben wird zu weit sein, schätze ich mal. Ah, mit ein bisschen Glück könnte sich's ausgehen. Nein, der ist zu weit weg. Was ist mit ihm? Er ist auch zu weit weg. So, aber der da vorne ist einmal erledigt. Schau, was haben wir da Schönes? Das ist ein Wildschwein. Schauen wir mal genau. Naja, Wildschweine gibt's da. Gut, Schweine, von dir will ich eigentlich gar nichts. Ich will mir eigentlich die Typen da holen. Naja, so, Freund. Okay. Genau, komm, mach ein bisschen Rabatt. Jawohl. Ich finde das schon genial. Also die Möglichkeiten, die man da teilweise hat beim Spiel, einfach grenzgenial, muss ich ehrlich sagen. Kann ich da nicht irgendwie auch von oben kommen? Da ist jetzt wieder einer. Das ist wieder so ein... Ich habe genug von diesen Pfeilen. Ich weiß, das ist jetzt momentan einmal nicht spektakulär. Aber ich möchte das jetzt wirklich einmal probieren, dass ich das auch wirklich unentdeckt schaffe. So, jetzt kann ich mich da vielleicht ein bisschen näher mal ranwagen. Nicht drauf, Edward, geh nicht drauf. Da oben steht nämlich auch noch einer rum. Er hat mich aber nicht entdeckt, oder? Entdeckt wurde ich noch nicht. Oh, was war da hin? Ah, Wildschwein. Komm, erledigt's den da oben auch wieder. Okay. So, das ist nur noch einer. Es ist nur noch einer da. Okay. Der rennt dort vorne rum, der Freund. Ja, ich mach das aber jetzt. Warum soll mich da plagen? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Na komm, zeig dich. Zeig dich, Kollege. Wo bist du? Da ist er, scheiße, da schwimme ich schon. Kann ich da einfach unter der Brücke an den Rand schleichen. Da kann er mich offenbar nicht sehen. Das ist ja schon mal gut. Kann ich den da durch auch? Nein, das zeigt er mir nicht an. Schau mir in die Augen, Kleiner. Oh Gott, bin ich gemein. Achso, das war wieder ein Berserkerpfeil. Ach, ich dachte, ich habe einen Schlafpfeil. Ich bin dämlich. Sie wurden entdeckt. Ich könnte mich sowas von in den Arsch beißen. Oh mein Gott, das war ein Berserkerpfeil. Ich dachte, das sei der Schlafpfeil. Ja, shit happens. Gut, so. Dann haben wir da noch mal ein bisschen absammeln.